Seitdem Maria Bickmann ihren Ehemann nach 18 zermürbenden Ehejahren rausgeschmissen hat, lebt sie mit ihren beiden Töchtern Lili und Kira allein in der Eigentumswohnung. Die 38-Jährige ist seit einem Monat frisch verliebt und genießt ihr neues Glück sehr. Alles scheint perfekt zu sein, wären da nicht die anonymen Anrufe, die die zweifache Mutter regelrecht terrorisieren. Zunächst versucht Maria, die ständigen Anrufe zu ignorieren. Aber schon bald muss sie erfahren, dass das erst der Anfang ihres persönlichen Albtraums ist. Was ist das denn für ein kranker Scheiß? Das ist ja heute Nacht gemacht. Schlecht geschlafen. Ich wollte gerade ins Bad. Geh, komm, leg dich noch mal hin für ein Stündchen. Ich weck dich gleich, ja? Ja, okay. Nee, nee, nee. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war ich heute Nacht. Hier war jemand in unserer Wohnung. Mir wird kotzübel schon allein bei diesem Gedanken, dass jemand hier war und mich hier beobachtet hat. Nachdem die beiden Mädchen am Morgen aus dem Haus sind, will Maria Anzeige gegen unbekannt stellen. Doch die Polizei glaubt ihr nicht, denn das ominöse Foto wurde wieder aus dem sozialen Netzwerk entfernt. Verzweifelt benachrichtigt die 38-Jährige ihre Anwältin Barbara von Minkwitz und schickt eine kurze SMS an ihren neuen Freund Dirk. Hey Maus. Hi Dirk. Ey, ich bin sofort gekommen. Was war das für eine komische SMS, ey? Ach, hör bloß auf. Wer war in der Wohnung? Was für ein Foto? Ich weiß es nicht, aber glaub mir, ich bild mir das wirklich nicht ein, ja? Da war wirklich jemand hier und hat von mir ein Foto gemacht, im Schlaf und bei mir ins soziale Netzwerk gestellt, im Internet. Ich habe wirklich so eine Panik, ich habe keine Ahnung, Drecksau. Was ich machen soll. Oh, Entschuldigung, sorry, Hanisch mein Name. Minkwitz. Hallo, hallo, grüße Sie, ist meine Anwältin. Ich habe mich wirklich beeilt, Hanisch. Ich bin die Rechtsanwältin von Frau Bickmann. Ich wollte mir einfach ganz schnell ein Bild von der Sachlage machen. Zeigen Sie doch mal, was los ist. Ja, kommen Sie mal mit, bitte. Ja. Gemeinsam mit ihrer Anwältin versucht Maria herauszufinden, von wo aus der Täter das Bild von ihr gemacht hat. Lebensgefährte Dirk ist fassungslos. Gibt es denn sonst hier irgendwelche Einbruchsspuren? Ist jemand übers Dach gekommen vielleicht? Überhaupt nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich schließe ja auch meine Tür ab. Was, du kannst dir nicht vorstellen. Ist doch völlig klar, wer das war. Dein Ex. Ach nein, Herbert doch nicht. Wie kommt sie darauf, dass das der Ehemann von Frau Bickmann ist? Weil der völlig krank ist. Der ist ein Alkoholiker, Choleriker. Der kommt überhaupt nicht drauf klar, dass ich jetzt mit ihr zusammen bin, beziehungsweise sie überhaupt getrennt hat. Der ist völlig Banane, der Typ. Wer soll das sonst gewesen sein? Nein, wirklich. Also Herbert ist wirklich seit der Trennung schräg drauf. Das stimmt, ja. Aber ich bitte dich, also so eine Aktion traue ich meinem Ex-Mann wirklich nicht zu. Ja, aber ich bitte Sie dann, wem trauen Sie denn so eine Aktion zu? Ich weiß es nicht. Ich habe auch mit niemandem Probleme. Es läuft alles gut, auf der Arbeit, bei mir im Krankenhaus, meine Kollegen sind nett, die Patienten sind okay. Sie sind Krankenschwestern. Richtig, ja. Und ich habe absolut keine Vorstellung, wer sowas machen könnte. Freunde, jedes Mal nimmt sie den in Schutz. Also, wer soll es sonst gewesen sein? Nee, es kommt komm, ja nicht ein wildfremder Mensch hier. Jetzt reicht's aber, wirklich, jetzt langt's. Also, wir hatten von Anfang an die Abmachung. Die Kinder und Herbert sind kein Thema jetzt. Ja, ist ja schon klar, aber ich werde mir ja wohl Sorgen um dich machen dürfen, oder? Sagen Sie mal, hat denn Ihr getrennt lebender Ehemann, hat ja noch einen Schlüssel von der Wohnung hier? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass du wüsstest. Frau Anwältin, ist doch völlig klar, der Typ ist irre, wie gesagt. Der ist handwerklich begabt, den Schlüssel kann er sich überall nachgemacht haben, vorher schon nach. Wer weiß, ob er den mitgenommen hat. Das ist ein Stalker, der ist irre, der ist für alle zu allem fähig. Also, sie will das einfach nicht sehen. Wissen Sie, ohne dass wir ausreichende Beweise haben, kann ich absolut nichts für Sie tun. Und gerade beim Stalking, da gibt es zwar eine Aufklärungsquote von ca. 90%, aber da brauchen wir jede Menge Beweise. Es muss über einen längeren Zeitraum ganz klar nachgewiesen werden, dass ein Stalking vorliegt, sonst sind wir verloren. Nee, was soll ich denn jetzt machen? Also die Frau Bickmann tut mir wirklich richtig leid. Das ist der blanke Horror für sie. Und ich muss auch dem Herrn Hanisch recht geben. Der Ehemann ist zurzeit der einzig Verdächtige.
Und wenn der ausfällt, dann kann ich ihr auch nicht mehr helfen. Aber aufgeben zählt nicht, deswegen werde ich mich jetzt an die Arbeit machen und den Ehemann mal richtig durchleuchten. Nachdem die Anwältin gegangen ist, macht sich Maria Bickmann auf den Weg zur Arbeit. Freund Dirk begleitet sie zu ihrem Auto. Die Krankenschwester regt sich noch immer über den Verdacht gegen ihren Ex-Mann Herbert auf. Sie ist sich sicher, dass Dirk falsch liegt und wünscht sich, dass er schon allein der Kinder wegen mit seinen Beschuldigungen aufhört. Meinst du nicht, es wäre besser, wenn du zu mir kommst? Schatzi, ich möchte mich nicht aus meiner Wohnung vertreiben lassen. Und ich habe einfach Hoffnung, dass dieser Wahnsinn irgendwann aufhören wird. Na klar, hört einfach von alleine auf, oder was glaubst du denn? Meinst du nicht, wäre echt besser? Schatzi, du hast dir keine Hausfrau am Herd angelacht. Das wird alles wieder gut. Ja, ich weiß. Dafür liebe ich dich doch auch. Na komm, das wird schon. Ach du Schande, das hat mir noch gefehlt. Ein Platten, na super. Ein Platten, was für ein Mist. Aber mach dir keinen Kopf. Schitte. Hol einen Ersatzreifen, ich wechsle jetzt schnell. Na super, das hat mir echt jetzt noch heute gefehlt. Das ist die Krönung. Von wegen Platten. Das ist ein Platten, Zimmermannsnagel. Wo kommt der denn her? Wer war das? Ach du Schande. Stell dir vor, ich wäre damit losgefahren. Was hat der Psycho vor? Will er mich umbringen oder was? Psycho? Psycho? Ich weiß ganz genau, wer das war. Der Ex, den Klappspaten, den werde ich mal richtig zur Brust nehmen. Dirk, jetzt bleib doch mal stehen. Dirk, wie kommst du denn auf Herbert, sag mal? Der hat doch damit gar nichts zu tun. Ich kenne ihn wohl ein paar Tage länger als du. Und das wird er schon allein wegen der Kinder nicht machen. Herbert wird er nicht machen. Zimmermanns Nagel. Bist du blind oder was? Lebt man in deiner Traumwelt? Dann komm, dann mach die Scheiße doch alleine. Sag mal, drehst du jetzt voll am Rad? Du bist doch wohl der Psycho. Zimmermanns Nagel. Ich meine, den gibt's ja nicht nur einmal auf der Welt. Den kann ja jeder haben. Ich meine, es ist schon komisch, stimmt. Aber nee, ich mag da auch nicht drüber nachdenken. Ich hoffe einfach nur, dass meine Anwältin endlich den Täter findet, weil ich fühle mich echt beschissen. Und Gott weiß, was hätte alles passieren können, wenn ich damit losgefahren wäre. Am nächsten Tag heftet sich Barbara von Minkwitz an die Fersen von Herbert Bickmann. Sie hofft, dass der 43-Jährige sich mit etwas verrät, was ihren Verdacht gegen ihn bestätigen oder erhärten würde. Als der Berliner sich in seine Stammkneipe verzieht, folgt die erfahrene Anwältin ihm vorsichtig. Unauffällig belauscht sie ein Gespräch zwischen dem Verdächtigen und seinen zwei Kumpels. Siehst du heute wirklich nicht gut aus? Ach, hör mir auf, ey. Halt bloß die Fresse. Wurde geschmissen, Job verloren. Ja? Na, die erzählen, dass ich unzuverlässig bin. Ja? Dass ich ständig krank bin, dass ich zu spät komme. Ey, völliger Schwachsinn. Ach, Prost. Komm, heb mal an das Ding. Prost, willst du auch nicht? Ja? Alles nett, nicht danke. Ja, wunderbar. Und was machst du jetzt? Jetzt muss ich erstmal zum Amt, jetzt schon. Geht da nicht anders. Hm? Und halt nur wegen dieser blöden Schlampe, dieses Miststück, ey. Ich könnte, ehrlich. Ja? Also, richtig, egal an welche Weib du dich wendest, ist immer die Verkehrte. Na, Sie sind ja richtig gut drauf, sagen Sie mal. Immer sind die anderen schuld. Das ist aber einfach. Ja, Sie kennen meine Frau nicht. Nee, erzählen Sie doch mal, was sind Sie denn für eine Frau? Egoistisch und nimmt jeden aus. Und was sind Sie für ein Ehemann? Was haben Sie so für Ihre Frau getan? Können Sie sich nicht vorstellen, dass vielleicht die Männer auch manchmal ein bisschen dazu beitragen? Na, ich glaube eher nicht. Ich bin 18 Jahre lang mit der Frau zusammen gewesen. Die hat sie 18 Jahre lang ausgehalten. Stell mich ausgehalten? Ich habe sie ausgehalten. Ja, das ist die eine Frage des Betrachters. Nee, glauben Sie ja nicht. Die hat nur Scheiße gemacht. Nur Scheiße gemacht. Warum hat sie die geheiratet? Einfach so hat sie mich verlassen, hat mich einfach sitzen lassen. Das hat immer einen Grund. Deswegen sollten Sie mal überlegen, sich an die eigenen. Die haben doch bestimmt auch Kinder. Ich meine, Sie haben doch eine Verantwortung. Zwei Stück, die hole ich mir. Und dann kommst du zu mir und dann wird sie sehen, was sie da. Aber wenn sie so drauf sind, dann hoffe ich mal, dass das keine Töchter sind. Ne? Wenn sie so eine Einstellung zu Frauen haben, das ist ja wirklich. Das sind meine Töchter, das sind meine Lieblinge. Ja. Aber die wird schon sehen, was sie davon hat. Ach so, aber die Töchter sind nicht so schlimm wie die ganzen Frauen auf dieser Welt und überall. Ist mir. Ja, Frauen. Echt. Also, das war ein Volltreffer. Der Herr Bickmann, das ist ein wandelndes Motiv. Der platzt vor Eifersucht und vor Hass. Das werde ich jetzt gleich mal seiner Frau sagen. Aber trotzdem dürfen wir nicht den Fehler machen, den jetzt als einzigen Verdächtigen zu handeln. Denn dazu gehören jetzt noch Beweise. Und die müssen wir sammeln. Barbara von Minkwitz macht sich nach dem interessanten Gespräch mit Herbert sofort auf den Weg zu ihrer Mandantin. Sie erwischt Maria, als diese gerade das Krankenhaus verlässt, in dem sie arbeitet. Als die Anwältin ihr von der Begegnung mit dem Ex-Mann berichten will, kommen die zwei Töchter der 38-Jährigen dazu.
Lili und Kira sind ahnungslos und wissen noch nichts von der Situation ihrer Mutter. Oh Gott, die Mädels. Mensch, die wissen noch gar nichts davon. Hi Mädels, na? Freut ihr euch schon auf den Mädelsabend? Ich lerne die auch mal kennen, ja. Das ist doch nett. Ungefähr wie auf einer Mathearbeit. Ach. Ja, und wer kommt? Sie hier? Seien Sie ehrlich, schenken Sie ihnen reinen Wein ein. Minkwitz. Hallo, die Töchter. Lerne ich Sie auch endlich mal kennen. Also Mädels, das ist Frau Minkwitz, meine Anwältin. Hä, was? Anwalt? Ja, ich wollte euch das wirklich eigentlich ersparen, aber ich werde seit Tagen bedroht. Wirklich massiv bedroht. Was? Im Ernst? Ja. Ich wurde nachts in meinem Bett fotografiert und das wurde ins Internet gestellt, das Foto. In unserer Wohnung? Ey, das ist ja total krank. Diesen Psycho muss man noch kriegen. Ja, genau das wollen wir doch auch. Ja, und im Moment sieht leider alles so aus, als ob es euer Papa war. Ey, sag mal, geht's noch? Du beschuldigst Papa? Sag mal, geht's noch? Spinnst du? Papa ist kein kranker Psycho. Komm mal klar, dein Leben, kannst du sowas von Papa sagen? Ja, aber hallo? Hättest du dich nicht von ihr getrennt, dann wäre das alles gar nicht passiert. Ey, und das mit diesem Frauenabend, das kannst du vergessen. Aber jetzt wartet doch erstmal. Ey, boah, ich mach doch jetzt nicht auf Happy Family oder was. Das kann ich vergessen. Erzählt ihr uns nicht, dass jemand in der Wohnung war und dann sollen wir auch diese Anwältin toll finden oder was? Außerdem macht sie Papa schlecht. Ja. Wählt sich mir nach Hause. Ja, stell nicht so an. So rufen wir den an und der macht das schon. Ja, okay. Ich wollte den Mädels ja nicht sagen, dass ihr Vater verdächtigt wird. Aber was sollte ich denn machen? Meine Ehe war kaputt. Ich musste raus aus dieser Ehe. Also eins müssen Sie sich merken. Sie sind wirklich niemandem Rechenschaft schuldig. Und die Situation ist für alle drei von Ihnen jetzt wirklich brutal. Aber das einzig Sinnvolle, was Sie machen können, ist die Wahrheit sagen, damit sich Ihre Töchter nicht weiter so übergangen fühlen. Barbara von Minkwitz' Worte lassen Maria nicht mehr los. Auf dem Nachhauseweg überlegt sie, wie sie ihren Kindern von dem Psychoterror erzählen soll. Im Treppenhaus holt sie ganz unerwartet ihr Freund Dirk Harnisch ein. Er will sich bei seiner Freundin entschuldigen. Doch das soll nicht die einzige Überraschung an diesem Abend bleiben. Ich wollte mich entschuldigen für gestern. Ist echt scheiße gelaufen. Ich hab dir ein paar Blumen mitgebracht. Ach, hier. Danke. Ich meine, du hast recht. Ich hätte dich ja nicht gleich ankeifen müssen gestern. Tut mir auch leid. Dankeschön. Ist irgendwas? Gefallen dir die Blumen nicht? Nein, ach, die Blumen sind wunderschön, danke. Bloß, ich habe mich ganz schlimm mit Kira und Lili gestritten. Ganz schlimm. Ich habe denen von den Horrorfällen hier erzählt. Meine Anwältin haben die kennengelernt und wissen mittlerweile auch, dass höchstwahrscheinlich Herbert hinter allem steckt. Sind natürlich tierisch sauer auf mich, weil die meinen, es ist meine Schuld und es wird alles an mir liegen. Ich habe keine Ahnung. Mensch, ey, tut mir leid, aber die Kids kriegen sich auch schon wieder ein. Tja, schön wär's. Bloß, das Schlimme für mich ist, ich habe Angst, dass der Herbert komplett durchknallt. Ich meine, du weißt auch, die Kinder sind das Allerwichtigste für mich. Für die würde ich alles tun. Tja. Kann ich schon verstehen und habe zwar keine Kinder, aber ist bestimmt nicht einfach. Tja, das Problem ist eigentlich nur der. Oh, Schande. Och, nee. Die haben sie aber schnell wieder eingekriegt. Och. Die 38-Jährige erwartet das absolute Chaos. Die Wohnung ist total verwüstet. Sofort versucht Maria, ihre Kinder zu erreichen. Sie verlangt eine Erklärung von ihnen. Jetzt hören wir mal gut zu, Fräulein. Also, was ist hier passiert? Es ist das reinste Chaos hier in der Wohnung. Es sieht hier aus wie in einem Saustall. Wie? Nee, hier ist ein Riesenchaos und du kommst jetzt sofort nach Hause und beseitigst diesen Saustall. Nee, mit deiner Schwester. Es wird hier alles tipptopp wieder aufgeräumt. Ja, nee, du bist jetzt ruhig. Also, sieh zu. Und übrigens, das Konzert am Wochenende, das könnt ihr komplett streichen. Feierabend. Ich glaub, ich spinne. Das gibt's doch nicht. Guck dir das an hier. Guck es dir an. Mega Feier, wa? Das gibt's nicht. Nee. Konzert? Nee, nee. Die haben ihr eigenes Konzert gemacht. Hauptsache, wir haben was übrig gelassen. Und sie macht sich Sorgen, denen könnte es nicht gut gehen. Oh mein Gott. Ja? Oh mein Gott. Komm schnell. Was ist los? Oh mein Gott. Guck dir das an. Du Scheiße. Was ist das? Das waren definitiv nicht die Kids. Hier war einer in deiner Wohnung. Mein Gott, was soll ich jetzt machen? Was, bevor ich hier völlig durchdrehe, rufst du deine Anwältin an und ich die Polizei. Der Rest klärt sich von allein.
Ich habe so eine Angst. Das ist doch so ein Psychoterror, was gerade hier abläuft. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das muss aufhören. Nur wenige Minuten später ist die alarmierte Polizei vor Ort. Während die Beamten sofort die ersten Spuren sichern, trifft auch Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz ein. Sie versucht zunächst, die total verängstigte Mutter zu beruhigen. Aufgebracht erzählt ihr die 38-Jährige, was passiert ist. Wenn Sie hier mal schauen möchten, wir haben ja gerade Spuren gefunden. So wie es ausschaut, ist hier wohl jemand gewaltsam eingedrungen. Ja, und mein Kollege ruft jetzt die Spurensicherung. Ich würde Sie bitten, hier dann bitte nichts anzufassen. Aber das ist ganz wichtig. Wie, ja? Wie kann das sein? Ich denke, der hätte einen Schlüssel. Aha. Thorsten? Also hier passt. Ich glaube, ist jetzt nicht das erste Mal, dass hier jemand in der Wohnung war. Das glaube ich nicht. Hier passt wirklich überhaupt nichts mehr zusammen. Also ich verstehe die ganze Sache auch nicht. Ich glaube das nicht. Und diese Schrift hier auf dem Spiegel, ist das ein Lippenstift von Ihnen? Was ist denn das hier? Sagen Sie mal, Frau Dickmann, das ist doch hier derselbe Lippenstift, das ist Ihr Lippenstift. Wem gehört denn das Hemd hier? Das ist Dirks Hemd und das ist auch mein Lippenstift, ja. Den benutze ich gelegentlich. Aber was wollen Sie mir damit sagen? Wissen Sie, ich will damit eigentlich gar nichts sagen. Der Lippenstift kann natürlich ganz normal hier draufgekommen sein. Aber wir sind in einer Situation, die ist so kompliziert, wir müssen einfach jeder Spur nachgehen. Das ist es. Ich denke, Sie brauchen einfach mal ein bisschen Ruhe. Ich weiß gar nicht, wie soll ich denn hier jetzt noch in Ruhe wohnen? Ich kann hier kein Auge mehr zumachen. Und meine Kinder sind auch in Gefahr. Meinst du nicht doch Zeit, dass du zu mir kommst? Ich weiß ja, was du davon hältst. Für eine Weile wenigstens. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Sie brauchen dringend Ruhe und Ihre Töchter auch. Das ist vielleicht das Beste. Ich meine, eine andere Wahl habe ich im Moment nicht. Kurze Zeit später hat Maria die nötigsten Sachen zusammengepackt. Ihr Entschluss steht fest. Sie wird vorübergehend mit Lili und Kira zu Dirk ziehen. Ihre Töchter hat sie schon telefonisch darüber informiert. Als die Anwältin mit dem Paar gerade das Haus verlassen will, bekommt sie einen Anruf mit einer eindeutigen Botschaft. Herbert scheidet als Täter aus. Barbara von Minkwitz hatte den Ex-Mann vorsichtshalber den ganzen Tag observieren lassen. Ach nee, was machst du denn hier? Die Kinder haben mir eine SMS geschickt. Ja und? Was soll denn das? Was hast du mit denen vor? Warum ziehst du jetzt hier mit denen zu den Neuen? Ja. Und? Na und? Das ist doch meine Sache. Nix da, das sind doch meine Kinder. Lass mich durch. Ey, pack mich nicht an. Komm, Süße. Ach. Gut siehst du aus, ne? Scheint dir gut zu in deiner neuen Beziehung, ne? Ach, komm, sei doch ruhig. Verpiss dich doch bitte einfach. Du hast mir ja nichts zu sagen. Komm, das ist einfach mehr. Du bist dein Neuer, ja? Der Vogel hier? Hast du ein paar andere, ne? Ja, die du immer schön ausnutzen kannst, ne? Und du? Ja? Mit dir in Ordnung. Und du wirst doch noch sehen, was das für eine Person ist. Was bist du eigentlich? Ja, du musst 19 Leute an jedem Alter. Ich Mann, bist du voll der Psycho, Mann. Meinst du, das ist doch für mich. Hört doch auf damit. Du bist voll der Kranke, Mann. Meine Güte, was ist denn da los? Also kaum lässt man ihn mal alleine, Mensch. Also, es kann doch nicht wahr sein. Herr Harnisch, hör so auf. Der hat doch eine ganz blutige Nase. Sind Sie völlig wahnsinnig? Kommen Sie von der Straße runter. Meine Güte, ich hole die Polizei. Sie machen sich strafbar. Beide sind Sie denn verrückt geworden und Sie bluten. Irre. Ja. Sie sind verletzt. Kennen Sie da irgendwoher? Wer sind Sie? Ja, aus der Kneipe kennen wir uns. Aha. Ich bin die Rechtsanwältin von Ihrer Frau und ich versuche hier zu schlichten, wie Sie sehen. Aber es ist ein bisschen schwieriger Fall. Nee. Ja. Wir hatten mal glücklich mit deinem Schläger. So habe ich Dirk wirklich noch nie gesehen, wie brutal er war. Und Herbert, der wusste wirklich nichts von den Bedrohungen. Mir wird richtig schlecht bei dem Gedanken, dass vielleicht sogar Dirk... Ach nee, ich mag gar nicht dran denken. Also es ist wirklich das Vernünftigste, zu Dirk zu ziehen. Und ich muss endlich aufhören, diese Gespenster zu sehen, sonst werde ich noch paranoid. Seit Maria Bickmann vor 2 Tagen mit ihren Töchtern zu ihrem Freund Dirk Harnisch gezogen ist, wurde die 38-Jährige auch nicht mehr bedroht. Allerdings hat sich die Lage deshalb noch keineswegs entspannt. Lili und Kira gefällt der Umzug überhaupt nicht. Jeden Tag gibt es Streit deswegen. Maria ist nervlich längst am Ende, zumal es immer noch keine Spur vom Täter gibt. Ja, das mit Happy Family kannst du echt vergessen. Du hast das Ganze uns eingebrochen. Papa ist kein Psycho. Fräulein, ganz ehrlich, echt? So redest du nicht mehr mit mir, ist das klar? Verdammt noch mal! Ich glaube das jetzt nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das tut mir so weh. Ich will meinen Kindern doch nichts Böses. Was soll ich denn machen?
war das denn? Meine Hausschlüssel? Was machen denn meine Hausschlüssel hier? Dirk? Ja, Süße, hier. Wo bist du? Küche. Du, ich habe mal eine Frage. Ja. Wie kommen meine Hausschlüssel in deine Hose? Ich keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Sind die da reingeflattert, oder? Mein, ey, hörst du mal auf, mich hier ständig anzumachen? Ich hab dir gerade gesagt, ich habe keine Ahnung. Jetzt hör mal zu, ja? Ich werde hier seit Tagen bedroht, verdammt nochmal, ja? Das ist doch mein gutes Recht zu wissen, wie meine Hausschlüssel in deine Hose gekommen sind. Und ich hab keinen Bock auf die ganze Scheiße ständig von dir. Ich geh jetzt einfach mal duschen, ey, und lass mich einfach mal in Ruhe. Sag mal, geht's noch? Das kann ja wohl nicht. Lass mich in Ruhe. Die Zweifel an Dirk Hanischs Unschuld werden immer größer. Alles spricht für ihn als Täter. Um sich Gewissheit zu verschaffen, fängt Maria an, dem Bäcker hinterher zu spionieren. Sie will herausfinden, ob ihr Freund einen Account in dem sozialen Netzwerk hat, in dem das Foto von ihr gepostet wurde. Nena? Das glaube ich jetzt nicht. Frau Minkwitz? Ja, hallo. Maria Bickmann hier. Ja, hören Sie mal, ich muss Sie ganz, ganz dringend treffen. Ja, ich glaube, dass ich bei dem Psychopathen eingezogen bin.